Ja, hallo Welt! Da sind wir wieder. Nachdem wir das Lexikon in der letzten Folge überschrieben haben, geben wir das Lexikon jetzt noch ab bei Septimus Signus. Ich wundere mich gerade, dass das hier auf Anhieb geklappt hat. Denn ich erinnere mich daran, dass wir hier ganz schön lange uns aufgehalten haben und das Rätsel nicht rausgefunden haben. Und in der letzten Folge war das wirklich nur geraten. Einfach nur ausprobieren und es hat, glaube ich, beim ersten Mal irgendwie geklappt schon. Ah, beim zweiten, dritten Mal vielleicht. Ha! Aber jetzt haben wir ein Rätsel. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelsrand sein, von dem ich immer gehört habe. Jetzt haben wir aber ein Rätsel hier. Ein Hebel. Rätsel. Die Kartoffeln nehmen wir mit. Das wunderschöne Himmelsrand-Wetter. Himmelsrand. Oh, da ist ja nichts drin. Oh, da ist ja Gold drin. Ja, schön. Dann tippe ich mal drauf, dass wir, wenn wir uns die Weltkarte anzeigen lassen, dass wir gar nicht so weit weg sind. Naja, wir müssen genau in die andere Richtung. Hier entlang möchte ich und dann hier bei Inkwild vorbei. Also in meinem Wasser entlang würde ich gerne laufen, wobei ich fürchte, dass das sehr, sehr kalt sein wird. So, da setzen wir uns mal die Markierung hin. Hat nicht geklappt. Ich sehe sie nicht. Okay, dann setzen wir uns hier mal die Bewegung, die Markierung hin, so. Na also, dann wissen wir doch schon mal, wo es lang geht, also. Also, ich hätte nichts gegen Sonnenschein, aber ich glaube, das ist nicht die richtige Jahreszeit für Sonnenschein. Wir haben Tierdas, erste Saat. Ich glaube, erste Saat ist sowas wie Januar, kann das sein? Ist bestimmt mitten im Winter. Fühlt sich so an, zumindest. Also ich sag's nochmal so für Leute, die jetzt vielleicht gerade erst zugeschaltet haben. Ich mach das ganz gemütlich hier. Ich rushe hier nicht durch oder so. Woher seid ihr gekommen? Mit euch kämpft es sich gut. Aber es kommt mir auch so vor, als würde das alles recht locker flockig laufen gerade. Was ist denn... Ja, es kommt mir ein bisschen leicht vor. Ich habe doch extra eigentlich immer... Adept, Lehrling. Novize. Adept ist, glaube ich, das Normale, oder? Experte, Meister, Legendär. Ich weiß noch, angefangen haben wir mit Legendär, aber dann haben wir irgendwann gemerkt, dass wir zu oft sterben, dass es zu lange dauert. Das ergibt ja keinen Sinn, wenn ich da... Ich weiß nicht, wie lange 10 Folgen an einer Stelle stehen bleib, weil da irgendwie ein Bandit ist, den wir nicht schaffen, dann ist das ja auch nicht ganz so lustig. Irgendwann fällt einem ja auch nichts mehr dazu ein. Also haben wir das irgendwann mal auf normal gestellt. Aber normal ist normal. Ich finde, das geht. In meiner Erinnerung ist es natürlich ab und zu noch legendär. Und dann wundere ich mich, warum dann manche Sachen so schnell gehen, aber andere wiederum nicht. Ach, lass dich da nicht immer vom Eisgeist... Eisgeist? Die haben noch coole Sachen dabei. Du schaffst ihn! Wird nicht gut enden für euch. Es wird euch eine Lehre sein.
Hast ihn geschafft. Muss auch mitnehmen hier das Zeug. Eisgeist-Szene und sowas. Ist doch total wertvoll. Oh. Sieh mal eine Höhle, was da wohl drin ist. Komm, wir gucken nur einmal ganz kurz. Dämmerlichtspalte. Nur einmal gucken, was drin ist. Die Dunkelheit macht mir nichts aus, aber ich habe wirklich mehr als genug Zeit in Höhlen verbracht. Ja, ich weiß. Gesicht rammen. Was war das? War das? Wer ist da? Das wird euch eine Lehre sein. Genau, macht sowas nicht nochmal, einfach hier in der Höhle rumzulungern. Ja, wir können auf dem Rückweg das ja mitnehmen. Oh. Falma. Daheim auf der Insel habe ich so etwas nie gesehen. Nee, da gibt's nicht viele Höhlen bei euch, oder? Na, siehst du. Dann kriegst du mal was mit uns hier. Wie sind die denn da rübergekommen? So, erst runter und dann rauf. Was haben wir denn hier Schönes? Skiva. Hauptsache, es hat uns noch irgendwie angeknabbert und wahrscheinlich infiziert mit irgendwas. Ach, der lebt noch. Na, so muss der auch nicht laufen. Ach, du schaffst denn. Wir nehmen das Ohr, den Trunk und die Pfeile. Den Rest brauchen wir nicht. Falmer-Sachen sind ja nichts. Die wiegen nur total viel. Und Stab. Was ist das denn für ein Geräusch? Machst du das?
Oh, Gold. Ah, die waren zu zweit hier. Oh, Blitzpfeile, Eispfeile. Na, die sind aber doch auch irgendwie neu. Weil ich dachte immer, Blitz- und Eispfeile, ich erinnere mich daran, dass ich da früher mal rumexperimentiert habe mit Modifikationen und da waren mir die zu mächtig. Da hat man ja so ein fliegendes Ding. Nein, es gibt keine Drachen. So ein fliegendes Ding mit einem Pfeil irgendwie vom Himmel geholt. Das war aber viel zu mächtig. Ja gut, das werden aber kaum diese jetzt sein. Das wird hier schon ausbalanciert sein irgendwie. Als ich durch war natürlich. Ja, ja. Hey, das habe ich ja gar nicht gesehen. Da wollte ich aus dem Ding schon die Eier rausziehen. Da kann ich doch. Wie, wo, wie, was, wie geht's dann hier weiter? Ach was, kein Ausgang hier? Es muss doch irgendwie nach oben noch gehen oder so. Ah, hier. Wer es hier auf Geld abgesehen hat, der wird hier auch reich. Der braucht nur mal durch so eine Höhle gehen oder zwei, drei. Ruckzuck hat man sein Geld zusammen. Überall liegen sie rum. Truhen ohne Ende. Ja, wir sind Abenteurer, das Drachenblut. Das muss ja auch ein bisschen was bringen. Moment, von hier sind wir reingekommen, meine ich. Obwohl ich gedacht hätte, wir sind runtergegangen. Ich habe gesagt, wir wollen hoch. Irgendwo müsste es noch hochgehen. Und dann sagte ich, ach da. Und dann sind wir runtergegangen. Aber hier waren wir noch nicht. Banditenpfeile. Der Eisendolch, der ist eigentlich, dafür, dass der so wenig wiegt, ist der eigentlich ganz gut. Den sollten wir eigentlich immer mitnehmen hier. Zwei Gewicht und Wert 10. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Das denn? Wo war das denn? Ah! Ja, genau, da oben war die Kralle. Da so? Kralle. Ach, die Pfeile können ja gar nichts hier von den Farmern, aber. Aber. Das geht ja mit dem Biest hier.
das war knapp. Der wollte gerade seine Magie einsetzen. Hängemoos! Was ist das? Tomaten? Hat hier jemand mit Tomaten geworfen? Komischer Bandit, dass der hier die ganzen guten Sachen hat stehen lassen. Ah, der kam noch nicht so weit. Der wollte sich da erstmal rächen an dem Falmer. Hat aber nicht so gut geklappt für ihn. Hm? Gestohlene Schatten? Was ist denn gestohlene Schatten? Ach so. Das Buch, ich sag's auch nochmal. Wir sammeln die und wir haben ja eine Bibliothek, die wir uns da basteln, und wenn wir die Bücher dann alle zusammen haben, dann machen wir mal so eine Lesestunde. Ja, manchmal lesen wir aber auch zwischendurch gerne. Ich will die Laute. Psst. Mach nicht solche Laute. Oh, Geld. Nicht so einen Krach machen. Die Wolfskönigin hatten wir sowieso schon. Da haben wir gleich zwei Teile. Teil 3 fehlt vermutlich. Da, was ist das? Welkindstein stellt Magika vollständig wieder her. Ebenerz Streitkolben. Richtig was wert. Ja, das Ebenerzzeug ist gut. Ja? Naja, aber sonst. Scheint hier dann nicht mehr viel zu sein. Wir haben wohl alles. Ach, ein Korundum-Barren. Ja, dann hätte ich mir doch hier irgendwie noch so eine Art Hebel oder so etwas gewünscht. Da unten ist nämlich eine Tür, die noch verschlossen ist. Mehl brauchen wir jetzt gerade nicht. Wie bekommen wir die Tür auf? Oh, sonst ist doch hier schon manchmal so eine Kette oder so. Ich sehe gerade nichts. Ich glaube, ich weiß. Nee, doch nicht. Ich hätte gedacht, wenn hier so ein Guckloch ist, dann müsste hier so ein Schalter vielleicht sein. Oder hier? Nichts zu sehen. Oh. Ach, hier drin vielleicht. Ich wollte nur die Eier haben. Ist auch keiner. Hier auch nicht ist. Hm. Ja, was sagen wir denn nun?
Wie kommen wir da rein? Ich meine, die sind hier sogar mit so einem Tomatenwagen reingekommen. Da müssten wir das doch auch irgendwie schaffen. Aber irgendwie müsste das gehen so. Ansonsten gehe ich gleich wieder raus hier. Ach, da muss da irgendwo hier so eine Kette oder sowas sein. Oh, wir tragen zu viel. Ah, ich sehe nichts. Weil es doch mein Wunsch gewesen ist, hier jetzt nicht unbedingt wieder hinten rauszugehen, also da rauszugehen, wo wir reingekommen sind. Sondern ich dachte, es macht sehr viel mehr Spaß, hier einen anderen Ausgang zu finden, der uns näher an unser Ziel bringt. Unser Ziel ist es, das Lexikon nach Signus Signicus zu bringen, nach Septimus Signus zu bringen. Septimus Signus heißt er. Manchmal ist er auch so eine... Oh. So etwas ist ja auch schon mal versteckt am... An so einer Fackel manchmal. Ja, das ist gut. Gekochtes Wildschweinfleisch. Gemüsesuppe brauchen wir für die Kälte. Kalte Gegend. Kartoffelsuppe auch. Ja, das war's. Wir können einen vergifteten grünen Apfel machen. Das ist aber auch neu. Verursacht 4 Sekunden lang 60 Giftschaden. Ja, okay. Da müssen wir nur noch den Gegner dazu bekommen, dazu überreden, den Apfel aufzuessen. Würgebeere. Es sind so viele neue Sachen dabei. Es ist ein ganz neues Spiel quasi auch. Ja. Also ich bin ja niemand, der so gerne so schnell aufgibt, aber es kann ja auch tatsächlich sein, dass hier erstmal gar kein Hebel mehr ist. Vielleicht finden wir ihn, wenn wir ausgehen. Er ist so gut versteckt. Hier sein, der Hebel. Das ist da ein bisschen weit weg, aber möglich wär's. Ja, wir gehen wieder raus.
Hölzer. Falmer Kriegshetzer, hat der irgendwie so ein Glockenspiel in der Tasche? Oh nein, wir tragen schon wieder zu viel. Gekochter Schnutfisch. Ja, sei es drum. Wir wollten ja sowieso noch mal ganz kurz hier reingucken. Noch mal so um die Ecke gucken, haben wir gemacht. Und dann geht's raus und in der nächsten Folge werden wir schon das Lexikon abgeben können. Ich jedenfalls bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Ja, in dieser Folge haben wir hier die Höhle Dämmerlichtspalte erkundet. Daumen hoch für euch, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.